Hallo Leute, der Sozi wieder mal am Start. Und zwar habe ich mir ein paar Tries von, ach, nicht von der Questtafel, sondern von Here Be Monsters aufgespart und habe mir gedacht, ich nehme euch gleich mit. Es geht bei Q weiter. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Okay, wir sehen wieder nichts Neues, ein Haufen Helden, legendäre und Elitehelden. Ein Schnitter ist dabei, allerdings ist er sehr langsam. Das freut uns natürlich, das heißt, er kommt höchstwahrscheinlich nicht zum Prockern. So. Okay, sie kommen alle von derselben Seite. Okay, der Schnitter hat nicht geprockt oder hat auch nur relativ wenig abgezogen, auf alle Fälle. Dürfte die erste Welle kein Problem sein. Okay, der Donnergott hat kurz geprockt. Und die Welle ist vorbei. Alle Helden leben, etwas angekratzt. So. Also ich habe auch noch kein einziges Mal Q versucht, deshalb weiß ich auch nicht, was passiert, aber ich glaube zu erkennen einen Atlantikor. Ja. Und einen doofen Donnergott. So. Okay, ich brauche eine Heilung. Okay, keine Heilung. Okay, Aries ist down. In der Mitte fehlen mir auch ein Haufen Hero Base. Das gefällt mir nicht. So, ein Cupid ist dabei. Ein Aries, ein Donnergott. Ja, ihr seht, sie werden immer die Truppenaufteilungen werden richtig, richtig stark. Okay. Erster Fail. Wir versuchen es nochmal ohne Base-Umstellung. So. Und wir versuchen es nochmal. Auf Q. So. Okay, besser. Sie kommen einzeln, die Gruppen. So, der Donnergott, Schnitter, Druide. Fallen mal sehr schnell um. Sehr gut. Ich glaube, es sieht jetzt besser aus als vorher. So. Ich finde das immer sehr spannend. Oh, ich habe meinen Kürbis verloren. Okay. Eventuell wird es ja jetzt ab Q-Zeit, den Kürbis rauszunehmen. Beziehungsweise gar nicht den Kürbis, sondern den Aries. Es sind einfach viel, viel, viel mehr Helden dabei. Da bringt mir eigentlich der Aries kaum noch was. Und ich glaube, ich werde ihn jetzt mal wieder. Oder ich behalte den Aries, tausche den Kürbis aus gegen Mino. Ich glaube, das werde ich jetzt mal kurz versuchen. So. Ja, ihr seht, es sieht. Ja. Okay, wir wissen, wie es ausgeht. Ich verliere. Ich brauche auf alle Fälle einen Stunner. Okay. Zum Glück habe ich ja ein paar. So. Du kommst jetzt da raus. Schauen wir mal, ob
mit dem Mino besser geht als mit dem Aries. Aber den Aries setze ich mir in den Turm. So, okay, ein neuer Versuch. Schauen wir mal. So, mein Mino hat ja seit ein paar Tagen 4 von 5, konnte leider noch nicht allzu viel mit ihm testen, aber stört mich nicht. Okay, ich hoffe, er prockt nicht. Okay, sehr gut. Bis sie alle in die Base kommen. So. So, jetzt könnte er schön langsam brocken und irgendwie sieht's besser aus, aber das habe ich gerade vorhin auch gesagt. Und wie es vorher ausgegangen ist, das wissen wir. So, okay, schauen wir mal. Nein. Geht sich's aus? Geht sich's nicht aus? Okay. Meine Hero Base stehen noch. Okay. Die kommen getrennt. Finde ich jetzt erstmal, finde ich das gut. So. So, jetzt kommen mal die fliegenden Haufen. Okay. Ja. Sind viel zu viel Drachen, die machen extremen Schaden, okay. Ja. Okay. Okay. Leider nicht geklappt mit der Base-Aufstellung. Ich werde auf alle Fälle die Base umbauen müssen. Definitiv. So. Ja. Das war's mal zu diesem Tries. Leider hat's nicht funktioniert. Alles klar, das war's dann vorerst. Tschüss, doch.